bis ich diese Stelle gefunden habe. Mit dem Drahtschneider. Ich werde verfolgt. Von dem Blechkopf. Hat ewig gedauert. Aber ich glaube, da kommen sie nicht durch. Da waren auch jetzt wieder ein Haufen neue Gegner an dem Gang. Bin einfach. Oh, oh. Scheiße. Habt ihr gesehen? Der hat Bock. Ich hoffe, hier lässt er mir in Ruhe. Oh Mann. Jetzt geht's noch tiefer. Noch tiefer rein. Ich will aber nicht noch tiefer. Da muss ja irgendwann mal ein Ende kommen. Hässlicher können die Umgebung ja eigentlich auch nicht werden. Naja. Natürlich. Haben wir das so abgeschlossen. Sammeln wir denn jetzt noch irgendwas? Nee, ne? Hier waren wir irgendwie auch noch nicht drin. Waren wir da schon drin? Wir müssen ja so ein bisschen auf die Symbole achten, ja? Aber hier... Ach, ich glaube nicht. Nee. Das ist dann nicht korrekt. Oh. Du bist der beste Kumpel. Aber das haut hier nicht hin. Es muss also gerade sein. Also das Symbol. Muss uns angucken. So wie hier quasi. Und hier waren wir eben auch drin, ne? Mit dem Dreieck. Nur das müssen wir irgendwie noch... So ist schon mal ganz cool, aber... So steht's ja dann immer auf dem Kopf. Oh, meine Fresse, ey. Das Schlimme ist, vom Denken her, weiß man theoretisch, wie man hätte drehen müssen, aber das mit den Tasten, das haut so irgendwie nicht hin. Mal abgesehen davon, dass das jetzt trotzdem nicht stimmt. Ah, geil. Hat mir überhaupt nichts gebracht. Ja, und hier waren wir ja auch. Aber anscheinend auch ohne Erfolg. Ne, hier geht's lang. Den hatten wir aber auch besucht. Zerstörte Bereich. War da gerade was hinter? Oh, die zuckt noch. Ich
weiß nicht. Das ist bestimmt so eine Figur, die aufstehen muss. Aber Gewehr haben wir jetzt schon schön bekommen. Boah, liegen hier viele. Das ist hier die Stelle, wo wir ihn das erste Mal gesehen haben. Das war doch in diesen Apartments. Und da sah das doch so aus, als ob der Pyramidenkopf. Ja, das gibt's nicht. Oh, war das kacke. Ich wollte da noch gar nicht ran. Ich wollte nur dran rütteln. Hier hätte man einfach nur mal so sich kurz Luft verschaffen können. Ach, okay. Ja, wäre auch cool gewesen. Ich hab nämlich echt scheiße geschossen. Ja, ist aber auf jeden Fall dieses Zimmer, ne? Da haben wir uns im Schrank versteckt das erste Mal. Scheiße, Alter. Oh, das könnte man so gut machen alles, aber... Dass sie immer gleich so los eskalieren muss. Und habt ihr gesehen, das eine Ding ist irgendwie auf die Wand los? War ganz eigenartig. Weil vor allem kann man ja überall durchhüpfen, aber ich drücke dann immer die falschen Tasten aus Panik. Eieiei. So, jetzt kann man hier durch und... Ich eben. Mir war es, als ob wir hier noch irgendwo durchschlüpfen hätten können. Aber ich irre. Ich irre. Oder war das hier im Bad? Nee. Okay, dokili. Keine Käfer. Ah.
Oh, fuck. Na, Decke. Aber was stammt denn? Ach, das ist unter uns. Lad doch mal durch, Digga! Alter! Ich hab mir eine Woche Zeit gelassen zwischendrin. Was soll er jetzt hier darstellen, so ein Kampf gegen unser Innerstes? Auch speichern ist gut, ja. Das habe ich lange nicht gemacht. Also noch gar nicht. Seitdem ich das mit dem Bolzenschneider gesucht habe, nicht. Das ist vielleicht ganz gut. Unsere Sterbechancen erhöhen sich ja hier. Warte mal, ich muss mal kurz einen Horch halt machen nach dem Babyphone. Oh, was zieht uns rein? Kein Weg zurück. Also gar kein Weg zurück. Ja, das brauchen wir doch gar nicht versuchen, oder? Ah, man kann hier gar nicht rein. Das ist ja geil. Fick dich! Kann man bei ihm hier weg? Das kann nicht wahr sein, Alter. Der haut mir. Kannst du das nicht lassen? Machen die auf, wenn er kommt? Dass ich noch mehr Munition auf den verschleudert habe. 208. Das ist die Seitentür bei ihr, ne?
Ah, doch, ist richtig, ja? Ich habe die Theorie so, ne, aber ich weiß nicht, wie vage das so ist. Aber dieses Maria ist tot. Na dann, zu Mary. Gucken, was mit der so los ist. Von der habe ich auch lange nichts gehört. Aber hier fehlt, irgendwas fehlt hier. Ein großes Puzzleteil. Oh, unser Würfel ist im Arsch. Oh, das ist ein Schwert. Das Masterschwert. Wie wenn jetzt zum. Ist den Hobel los, Alter. Ist es das Schwert? Er hat die ja eben vertrieben. Also passt mal auf. Ich bin mir halt nicht sicher, ne? Aber ich glaube, er ist gar nicht so ein Arsch. Der Dreieckskopf. Also, wir haben ja schon lange gesagt, dass wir nicht mehr an einem echten Ort sind. Wir befinden uns ja anscheinend in unserem Verstand oder irgendwas ähnlichem und kämpfen mit uns selbst. Und er. Ist er so ein bisschen. Ja, wie soll man sagen? Will er uns auf den rechten Weg führen zurück? Ist er sowas wie unser Gewissen? Oder Moral oder was? Dieser Verbrecher trank eine letzte Flasche Bier, bevor er hingerichtet und hier zur ewigen Ruhe gebettet wurde. Miriam K., Verräterin. Ich spreche mal lieber nicht, dass ich jetzt hier irgendwie aus Versehen was trigger. Und dann geht's hier weiter und ich bin überhaupt nicht bereit. Ja, wie gesagt, er versucht uns, glaube ich, immer zurück auf den rechten Weg zu rücken. Diese komischen Fleischarme da, die da eben den Weg versperrt haben, hat er weggeräumt. Sollte so die fleischliche Begierde von James sein, die er vertrieben hat und dann quasi Miriam? Ich komme damit immer durcheinander. Maria getötet hat und damit in seinem Kopf quasi diese Lust. Da hat er sich deswegen immer so sich davor gescheut? Walter Sullivan. Das sagt mir jetzt überhaupt nichts. So, matschiges Grab hier. Angela Orozco. Ist das unsere Angela? Eddie Dombrowski.
Steht da drauf? Komm. James Sunderland. Ich hab's mir fast gedacht. Unser eigenes Grab. Aber irgendwas fehlt trotzdem, finde ich. Vor allem, was man, glaube ich, mittlerweile vergisst, ist, wenn, was man ja alles schon gemacht hat. Ne? Also wenn man auch der Anfang... Er sagt ja, Mary war lange krank. Was hat er gesagt? 3 Jahre? Seltsame Fotos. Persönlich. Fühlt sich vertraut an. Zeit, wo sie noch gesund war. Ja auch kurz gestutzt, als wer meinte zu ihr, dass er sie nicht hier Angela hat gemeint, ne? Dass er sie nicht immer geliebt hat oder irgendwie. Oh, er die unsere Revolver hält. Couldn't leave well enough alone, huh? You just had to follow me all the way out here. How many times do I have to kill you? Eddie? Whoa, Eddie, it's me. Oh. Hi, James. Eddie, what are you doing? What's it look like I'm doing? You fat, disgusting piece of shit! You make me sick! You gonna cry, fat ass? You gonna run to your mama? Waste of skin? Why don't you just kill yourself? Well... Maybe he was right. Maybe I am nothing but a fat, disgusting piece of shit. But you know what? It doesn't matter if you're smart, dumb, ugly, pretty. It's all the same once you're dead. And a corpse can't laugh. War er recht. Eddie. What's that? You want to talk down to me some more? Tell me to relax? You're just like the rest of them, James. No, I don't want to. Shut up! You think I'm stupid. You think I don't see it. But you've been laughing at me all along. Ever since we first met. But you ain't laughing now, are you? Help, Eddie. Don't get all holy on me, James. This town called you too. Yeah. You and me, we're the same. We're not like other people, don't you know that? Well, you're about to find out. Ah, guck mal. Wie viele. Guck mal, das ist immer dieselbe Person. Ey, ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt. Ja. Also ich weiß zwar nicht, wie ich mir das erklären soll, aber das sind immer wir. Das ist immer unsere Friese. Das sind unsere Schuhe. Das ist doch immer derselbe Look. Man könnte jetzt natürlich... Also Eddie scheint ja hart gemobbt worden zu sein.
Und hat vermutlich dann gemordet. Denjenigen, der ihn gemobbt hat. Und deswegen ist er hier. Wir sind ja auch aus irgendeinem Grund hier. Dann habe ich also recht gehabt, dass wir gerufen wurden. Diese Stadt zieht irgendwie Gemüter an, die sich irgendwas nicht verziehen haben, verzeihen konnten oder richtig Mist gemacht haben. Und Eddie hat getötet. Aber was? Was haben wir verbockt? When you're hated, picked on, spit on, just because of the way you look. Yeah, I ran away after I killed that dog. But you know what? It was fun. It tried to chew its own guts up. Finally died all curled up in a ball. Then he came after me. I shot him too, right in the leg. He cried more than the dog. And now it's your turn, James. Voll in die Fresse, Alter. Come on, James, don't be shy. Bin ich shy? Wo ist er hin, Alter? I can see you. Das ist doch klasse. Was ist das jetzt hier? Gas? Jetzt darf ich nicht schießen, oder wie? Wo ist der fette Hoden, Alter? Okay, er darf doch schießen. Ist das jetzt einfach nur wegen der Sicht, hat er das gemacht? Clown, Alter. I can see you. Oh. Judas, dass man immer hört, wie er den Hahn spannt. Scheiße. Gib mir mal eine Injection. Ja, er ist nicht geladen. Shit. I'll kill you, James. This
Marines. Sein 44er die Schweinehälften zerballert hat, Alter. Er hat hier das erste Mal getötet eigentlich, oder? So heißt Sortierungschaft. Ich habe einen Menschen umgebracht. Krass. Also Eddie, ja. Eine echte Person hier. Scheiße, Mann. Aber der war ja auch drüber. Also da muss man sich, glaube ich, keine Vorwürfe machen. Erstmal da angefangen zu stänkern und... Er hat ja nun schon lange sein Leben verwirkt anscheinend. Hätte man jetzt hier irgendwie die Möglichkeit gehabt, noch irgendwas... Oh. Das wäre lustig, wenn man das mitnehmen hätte können, einfach so. Also man hätte jetzt auch keine Chance gehabt, sich hier zu versorgen. Aber auf der anderen Seite hat man sicherlich immer die Möglichkeit, diese Kämpfe auch einfach nur mit dem Stahlrohr zu bestreiten. Ich bin der Meinung, dafür gibt es auch eine Errungenschaft. Die Sache ohne Fernkampfwaffen zu benutzen, durchzuspielen. Sieht ja mal aus, als ob man hier irgendwas sammeln kann. Oh, das gute Silent Hill. Neblig, wie wir es kennen. Aber mal endlich wieder draußen aus dieser ganzen Kacke. Oh, herrlich. Auch wenn es trotzdem hässlich ist. Richtig gut, Leute. In Ordnung. Wir machen jetzt hier ein Päuschen. Ich muss mir kurz ein bisschen erholen und eine Runde speichern. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Silent Hill 2 wieder. Und dann müssen wir uns eigentlich auch langsam dem Finale nähern. Schönen Abend euch. Haut rein.